Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 29. September 1938. Heute vor 85 Jahren wurde das Münchner Abkommen zur Annexion des Sudetenlandes an das Deutsche Reich unterzeichnet. Ein Beitrag von Doris Liebermann. Achtung, Achtung, wieder stehen wir in einer geschichtlichen Stunde im Hauptbahnhof zu München. In wenigen Minuten wird der Führer des faschistischen Italiens, Benito Mussolini, hier eintreffen. München am 29. September 1938, Deutscher Rundfunk. Neben Mussolini reisten der französische Ministerpräsident Édouard Daladier und der britische Premierminister Neville Chamberlain an. Im sogenannten Führerbau am Königsplatz, heute die Musikhochschule, trafen sich die drei Staatsmänner mit dem deutschen Reichskanzler Adolf Hitler. Ich bin Mr. Chamberlain dankbar für all die Bemühungen. Ich habe ihm versichert, dass das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden. Ich habe weiter versichert, dass wenn dieses Problem gelöst ist für Deutschland, es kein territoriales Problem in Europa gibt. Wir wollen gar keine Tschechen. Hitler wollte keine Tschechen, aber ihr Land, die demokratische Tschechoslowakei, zerschlagen. Im Frühjahr 1938 war der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erzwungen worden. Nun sollten die überwiegend von Deutschen bewohnten tschechoslowakischen Grenzgebiete, das Sudetenland, heim ins Reich geholt werden, wie die NS-Propaganda lautete. Hitler drohte mit Krieg. Mehr als 3 Millionen deutsche Bewohner Böhmens, Mährens und Österreich-Schlesiens waren nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie Bürger der 1918 gegründeten Tschechoslowakischen Republik geworden. Dies war auf den Widerstand großer Teile der deutschen Bevölkerung gestoßen. Ein Konflikt, den Hitler zu schüren wusste. Seit 1933 hatte die hitlertreue Sudetendeutsche Heimatfront, ab 1935 Sudetendeutsche Partei, den größten Teil der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei hinter sich sammeln können. Gründe hierfür waren eine engstirnige Minderheitenpolitik der Prager Regierung und die Weltwirtschaftskrise. Die britische und die französische Regierung waren nicht gewillt, wegen der Sudetenkrise einen Krieg zu riskieren. Mit ihrer Appeasement, also Beschwichtigungspolitik, meinten sie, Hitler aufhalten zu können. In der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938 unterzeichneten die 4 Politiker das Münchner Abkommen, demzufolge die Tschechoslowakei die Sudetengebiete an das Deutsche Reich abtreten musste. Eine Region von knapp 29.000 Quadratkilometern mit mehr als 3,6 Millionen Einwohnern. Darunter auch 700.000 Tschechen. Die jetzt erreichte Lösung der tschechoslowakischen Frage ist in meinen Augen erst der Anfang einer größeren Lösung, die ganz Europa Frieden bringen wird. Der britische Premierminister Neville Chamberlain zeigte sich nach seiner Rückkehr nach London zufrieden. In Prag dagegen herrschte große Niedergeschlagenheit. Der tschechoslowakische Premier Jan Sirovi, der nicht nach München eingeladen worden war, kommentierte: Wir hatten die Wahl zwischen einer verzweifelten und aussichtslosen Abwehr und der Annahme der Bedingungen, die in ihrer Rücksichtslosigkeit beispiellos in der Geschichte sind. Viele Tschechen, Juden und sudetendeutsche Nazi-Gegner flohen in das Innere der Tschechoslowakei, während Hitler Anfang Oktober 1938 von den meisten Sudetendeutschen, wie hier in Rumburg, jubelnd empfangen wurde. Und das soll unser Erlebnis sein. Der Fuß breit deutscher Erde, in dem erst einmal die Flagge des Dritten Reiches eingerammt ist. Bleibt deutsch für ewige Zeit! Hitlers mehrmals öffentlich geäußertes Versprechen, das Sudetengebiet sei seine letzte territoriale Forderung, hielt nicht einmal ein halbes Jahr. Am 15. März 1939 besetzte die Wehrmacht die sogenannte Resttschechei
und am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg.